Die vermutlich größte Angst aller Eltern, dass ihrem Kind etwas passiert. Schau dir das Video bitte nur an, wenn es dir gut geht. Wenn du selber betroffen bist, dann schau es dir bitte wirklich nur an, wenn du stabil bist, beziehungsweise wenn du einen Therapeuten, Freunde, Partner hast, die dich auffangen können, falls es dir dadurch schlecht geht, oder schau es dir auch nicht alleine an. Ich finde, das Video ist wichtig für alle Eltern, um ihre Kinder zu schützen, dass ihr einfach bestmöglich informiert seid, was ihr tun könnt, um euer Kind zu schützen. Außer die Eltern sind selbst die Täter. Jedenfalls haben die meisten Eltern Angst, dass ihrem Kind etwas passiert, dass sie sexuell missbraucht werden. Da ist ganz oft die Vorstellung präsent von einem fremden Mann, der im Gebüsch lauert und das Kind schnappt. Sowas gibt es, das passiert. Und wenn man selbst betroffen ist, dann ist die Statistik, wie selten das ist, scheißegal. Nur ist es ganz wichtig zu wissen, dass über die Hälfte, je nachdem, welche Statistik man anschaut, die Dunkelziffer ist dabei leider auch wirklich sehr hoch, der sexuelle Missbräuche passieren im Familien- und Bekanntenkreis. Das heißt, die Eltern, die Freunde der Familie, Trainer, Nachbarn und so weiter. Das heißt, das Wichtigste ist gar nicht, dem Kind nur beizubringen, dass es nicht bei Fremden mitgehen soll, sondern ihm beizubringen, dass der Körper dem Kind selbst gehört, dass es keiner anfassen darf und so weiter. Das heißt, du musst deinem Kind Schutzbotschaften beibringen, die es schützen, beziehungsweise im Falle, dass ihm etwas passiert, dass es dann weiß, das ist nicht richtig, ich darf mich an meine Eltern wenden und andere Vertrauenspersonen wenden, die mir helfen können, weil das, was passiert, ist falsch. Das darf keiner mit mir machen. Das Erste ist das Wichtigste, bring deinem Kind bei, dein Körper gehört dir, dich darf keiner anfassen. Das heißt, das Kind darf nicht gezwungen werden zum Küssen, zum Umarmen, zu sonst irgendwas. Das wurde früher ganz oft gemacht. Ich weiß nicht, wie häufig das heutzutage noch ist. Könnt ihr ja mal reinschreiben in die Kommentare, ob ihr das heutzutage auch noch erlebt. Aber so, die Oma kommt vorbei, sagt, oh komm, gib der Oma ein Bussi. Da hat man früher gesagt, komm, gib der Oma auch ein Bussi, lass dich küssen, sei nicht unhöflich. Oder der Onkel Herbert gibt ein Geschenk und sagt, ja, aber kriege ich jetzt dafür nicht ein Bussi, oder eine Umarmung. Und das ist fatal. Ich sag's euch, das ist fatal. Nicht nur, dass es eine emotionale Erpressung ist, die auch sonst absolut nicht in Ordnung ist, dass man dem Kind ein schlechtes Gewissen einredet, dass es verantwortlich wäre für die Gefühle des Erwachsenen, weil es selbst keine körperlichen Gefälligkeiten zulässt, ja, weil nichts anderes ist das, sondern mit so einer emotionalen Erpressung öffnet man Tätern oder Täterinnen Tor und Tür. Klar, die meisten Täter sind männlich, aber es gibt auch weibliche, deswegen sage ich das jetzt extra dazu. Denn die arbeiten auch mit Geschenken, mit emotionaler Erpressung, ja? Die sagen dann auch, oh, tu mir doch den Gefallen, du willst doch jetzt nicht, dass ich traurig bin. Oder hey, ich habe dir so viele Geschenke gegeben, jetzt tu mal auch was für mich. Und wenn ihr dem Kind vorlebt, dass es in Ordnung ist, so zu handeln, dann wird das Kind nicht merken, dass wenn es missbraucht wird und der Täter genau das Gleiche sagt, dass es nicht in Ordnung ist. Deswegen müsst ihr euch wirklich alle Mut zusammennehmen, vor euer Kind stellen, es schützen, auch vor den Verwandten, ja, vor den eigenen Eltern, sagen, nein, stopp. Es ist auch nicht unhöflich, wenn ich mein Kind schütze. Das könnt ihr denen wirklich so erklären. Manche sagen dann, aber ich würde sowas nie tun. Ja, du würdest sowas vielleicht nie tun, aber du bereitest Tätern den Weg mit diesem Verhalten. Also schützt bitte das Kind. Das kann ja wohl nicht sein, dass deine emotionale Verfassung, dass du dann traurig wärst, weil du kein Bussi von einem kleinen Kind bekommst, wichtiger ist als dessen Schutz. Okay, das ist ganz wichtig, dass ihr das selber lebt und dass ihr auch eben nicht sagt, oh, jetzt bin ich aber traurig, sondern nein, deine körperlichen Grenzen, die darfst und musst du schützen, da darfst du eine Grenze ziehen und niemand darf das überschreiten und wer das überschreitet, der verhält sich falsch. Und wenn jemand sowas macht, dann kommst du sofort zu mir oder zu einer Vertrauensperson und sagst es. Das ist auch nicht Petzen. Wenn dir jemand etwas Schlechtes, Böses antut, ist es kein Petzen, wenn du dir Hilfe holst. Petzen ist nur, wenn du beobachtest, jemand isst heimlich Süßigkeiten und du gehst dann hin und petzt es, ja. Aber wenn dir jemand was Böses antut, ist es kein Petzen. Dazu habe ich auch schon den Kinderschutz-Rap hochgeladen. Der hat sogar 2,5 Millionen Views auf Insta erreicht. Also ich bin froh, dass es so viele Menschen erreicht hat. Den blende ich am Ende ein. Aber es kam der Kommentar, ja, als ob ein Niedzingen das Kind schütze. Ja, natürlich reicht es nicht und ist damit nicht getan, wenn ihr diesen Kinderschutz-Rap mit euren Kindern singt und fertig. Ihr müsst es natürlich auch die einzelnen Passagen mit dem Kind besprechen und ihr müsst es auch leben. Das ist so, mein Körper gehört mir. Ich sag nein. Grenzen setzen, Grenzen schützen, auch bei anderen und bei sich selber und Hilfe holen. Das müsst ihr natürlich mit dem Kind alles so besprechen und wirklich leben. Nicht einfach nur das Lied singen, aber Kinder lieben Reime, lieben Lieder und so kann man sich das halt dann zusätzlich als zusätzliche Stütze nochmal extra besser merken. Das Zweite ist wichtig, dass du von Anfang an die Geschlechtsteile
korrekt benennst. Nicht aus Scham irgendwelche verniedlichenden Begriffe nennen wie Schatzkästchen oder Poschi oder keine Ahnung. Kein Mensch checkt, was es bedeuten soll. Denn leider ist es schon mal vorgekommen, dass ein Junge vom Opa sexuell missbraucht wurde. Und der Junge hat den Eltern immer erzählt, ja, der Opa fährt mit seinem Traktor in meine Garage. Die Eltern dachten, ja, die spielen halt Auto. Bis die gecheckt haben, dass Traktor Penis vom Opa und Garage Po vom Jungen heißt, ist sehr viel Zeit ins Land gegangen. Eine Erzieherin hat in meine Kommentare auch mal geschrieben, dass im Gruppengeschehen war und ein Mädchen ist rumgerannt und hat gesagt, ihre Püppi tut weh. Die dachte halt, die Puppe vom Kind tut weh und die spielt halt Arzt oder so. Bis die gecheckt hat, dass Püppi Scheide heißt für das Kind. Ja, hat sie gemeint, scheiße, hätte sie gleich gesagt, ihre Scheide oder ihre Vulva tut weh, dann hätte sie sofort gecheckt und reagiert, ja. Also es ist halt echt total wichtig, dass die Kinder die richtigen Bezeichnungen für die Geschlechtsteile lernen. Nicht nur, dass sie selber keine schambesetzte Haltung zu ihren Geschlechtsteilen entwickeln, sondern eine ganz normale Haltung, sondern dass auch einfach Erzieher, Erzieherinnen gleich wissen, was los ist. Und dass, falls ihnen was passiert, dass sie das gleich richtig benennen können. Und auch vor Gericht ist es wichtig, dass sie das sagen können, ja, was passiert ist. Dass es halt die Leute auch wirklich checken und dass es handfest und wasserdicht ist. Und da kannst du zum Beispiel sagen, bei Jungs ist natürlich klar Penis. Ich denke, Pillermann, okay, das ist wahrscheinlich wirklich so etabliert, dass es wirklich jeder checkt. Wahrscheinlich, sagst du sicher trotzdem Penis. Aber in meine Kommentare hat mal jemand geschrieben Poschi. Wo ich mir denke, ich hätte keine Ahnung, was Poschi bedeuten soll. Also sag das nicht. Wirklich, wo es ganz klar ist. Scheide ist zwar nicht medizinisch korrekt, aber selbst meine Frauenärztin sagt Scheide. Jeder weiß, was es bedeutet. Es gibt dafür keine andere Bezeichnung außer Schwertscheide, aber komm bitte. Man kann auch sagen Popo. Man muss ja nicht medizinisch korrekt Anus sagen oder After, sondern Popo reicht. Aber eben wirklich nichts anderes, was irgendwie eine fantasievolle Bezeichnung ist, was kein Mensch checkt. Das dritte, richtig krasse, halte sexuellen Missbrauch für möglich. Ich weiß, es klingt krass, aber oft sind schon Fälle viel zu spät rausgekommen, weil die Leute das einfach nicht glauben konnten oder nicht drauf gekommen sind. Ich kann euch da Lena Jensen empfehlen, die wurde schwer sexuell missbraucht in ihrer Kindheit von Nachbarn, ja, von einem kinderlosen Paar in der Nachbarschaft. Also da würde ich auch immer schauen, kinderlose Paare, klar, das kann natürlich sein, unerfüllter Kinderwunsch, die wollen sich jetzt einfach um andere Kinder kümmern, weil sie selbst gerne Kinder gehabt hätten. Aber es kann halt auch was anderes dahinter stecken, da würde ich halt immer achtsam sein. Das heißt nicht, dass du jeden pauschal vorverurteilen sollst, sei einfach nur achtsam. Also es kann natürlich sein, dass es welche gibt, die da total harmlos sich einfach wirklich gerne um Kinder kümmern. Ja, nicht jeden pauschal vorverurteilen. Nur wenn irgendwelche Personen viel Zeit mit dem Kind verbringen und das Kind zeigt plötzlich starke Verhaltensauffälligkeiten, da denkt man ja oft eher daran, Stress in der Schule, Mobbing, was weiß ich. Aber man muss halt auch immer Missbrauch im Kopf behalten, dass es halt auch möglich ist. Und wenn Kinder dann eben starke Verhaltensauffälligkeiten haben, zeigen und die Gründe nicht in irgendwelchen innerfamiliären Problemen zu finden sind, ja, dann würde ich wirklich das auch im Kopf behalten, auch darüber nachdenken, ob das auch sein könnte. Wenn jetzt zum Beispiel in der Nachbarschaft eine Familie ist, die ihre Kinder komplett vernachlässigt und dann gibt es halt Nachbarn, die sagen, boah, wir kümmern uns ein bisschen um die Kinder, damit die wenigstens ein bisschen was Schönes in der Kindheit erleben und diese Kinder zeigen Verhaltensauffälligkeiten, dann kann man vielleicht daran denken, dass es eher an der Vernachlässigung im Elternhaus liegt, anstatt an den Leuten, die sich dann vielleicht darum kümmern. Aber es kann halt auch sein, dass diese Leute genau das ausnutzen, dass diese Kinder vernachlässigt werden und sehen, oh, um die Kinder kümmert sich eh keiner, also kann ich die unbehelligt missbrauchen, ja. Also man muss es immer differenziert betrachten, keinen vorverurteilen, aber wenn die Kinder sich eben sehr auffällig verhalten, sehr starke Verhaltensänderungen zeigen und du alles Mögliche überlegst und nicht drauf kommst, dann denk dran, dass sowas auch möglich ist. Die Lena hat da echt ganz oft übernachtet mit ihren Geschwistern am Wochenende, jedes zweite Wochenende oder was, und da wurde sie halt schwer sexuell braucht und die Eltern haben es halt nicht gecheckt, weil sie hat zum Beispiel extrem krasse Auffälligkeiten gezeigt, sexualisiertes Verhalten. Sie hat auch mal die Hand von ihrer Schwester so fest gedrückt, dass sie geweint hat, aber sie selbst hat es gar nicht gemerkt, weil sie gar kein Körpergefühl mehr hatte. Die Eltern waren mit ihr wirklich bei so vielen Psychologen und Ärzten und die haben es auch nicht gecheckt. Also Eltern haben ja versucht, sich Hilfe zu holen, aber keiner ist drauf gekommen. Und man hat gesagt, ja, Mädchen machen sich halt da rum und sind deswegen wund. Da muss man sowas einfach immer im Hinterkopf behalten, dass es sowas halt auch sein kann. Und das ganz krass Schlimme ist, Nachbarn haben denen nicht geglaubt. Die waren dann die Persona non grata. So, ja, wie könnt ihr dieses wohlangesehene Paar aus der Nachbarschaft, aus der Gemeinde bitte so verunglimpfen? Wo ich mir denke, oh mein Gott,
das war denen halt einfach unangenehm oder die wollten das halt nicht wahrhaben und haben dann lieber Victim Blaming betrieben, wo ich denke so, wie schrecklich, wenn dir schon sowas passiert, dann glaubt dir auch noch keiner. Sie hat halt echt zu Glück, dass ihre Mutter da so zu ihr gehalten hat und so für sie gekämpft hat und so, aber das ist halt echt übel, weil jetzt kommen wir zum richtig schlimmen Punkt, wo ich echt krass Gänsehaut bekomme. Puh. Oft, also es sind nicht nur manchmal auch die Müttertäterinnen, sondern leisten Beihilfe, indem sie dem Kind nicht glauben. Mir hat heute jemand in die Kommentare geschrieben, dass die Mutter einmal geweint hat, als sie es erfahren hat und jetzt immer noch mit dem Typ verheiratet ist. Richtig übel. Richtig krass ist auch, was ich in einem Buch über Narzissmus gelesen habe, dass manche Mütter sogar froh sind, wenn der Partner die Tochter sexuell missbraucht, weil sie selber dann nicht für ihn herhalten müssen. Also voll krank. Und es gibt natürlich auch leider diese Fälle, wo die Mutter sagt, oh, die es nicht glauben will, weil sie ist mit dem Mann verheiratet, ist vielleicht co-abhängig von dem. Dann haben die zusammen ein Haus, Hypotheken, Schulden bei der Bank, sind verheiratet und überhaupt die Nachbarn, was sollen die denken und so weiter, da hält man lieber den Deckel drauf. Und das ist einfach krass, weil das Kind ist im Endeffekt das, was darunter leidet, das ganze Leben. Und ich sag mal, besser man lebt in einer Einzimmerwohnung und schützt das Kind davor, als dass man Haus, Ruf und sonst was behält, aber das Kind dieser Hölle aussetzt. Ich sag's nur, es ist verdammt schwer, ja, aber das Wohl des Kindes muss an erster Stelle sein. Furchtbar schrecklich. Also boah, mir wird schon ganz schlecht, wenn ich darüber rede, wirklich schlecht. Zu Zahlen, die Dunkelziffer ist ja wie gesagt sehr hoch, aber so circa jedes dritte bis fünfte Mädchen, jeder achte bis zehnte Junge ist von sexuellem Missbrauch betroffen. Könnt ihr euch ja mal ausrechnen, wie viele Kinder in jeder Klasse sitzen. Schrecklich. Das vierte, sollte ein Kind sich dir anvertrauen, ziehe es nicht in Zweifel. Denn das ist so eine Täter-Täterinnen-Strategie, dass sie sagen, hey, ich bin angesehen hier in der Gemeinde, ich bin erwachsen, du bist ein dummes kleines Kind, dir glaubt eh keiner. Okay? Und wenn du das dann in Zweifel ziehst, dann bestätigst du diese Angst vom Kind und diese Manipulation von dem Täter. Deswegen zieh es nicht in Zweifel. Glaube deinem Kind. Kommen wir zum nächsten sehr wichtigen Punkt, dem Unterschied zwischen guten und schlechten Geheimnissen. Das ist auch eine Täterstrategie, dass sie einen Keil zwischen Kinder und Eltern treiben. Also nicht nur schlecht über die Eltern sprechen und das Kind gegen die Eltern aufhetzen und auch die Eltern manipulieren, sondern dass sie das Kind in Fehlverhalten verstricken, dass sie ihm quasi erlauben, verbotene Süßigkeiten zu essen oder sehr viele Süßigkeiten zu essen, Filme anzuschauen, die Eltern nicht erlauben, Fanta zu trinken und so weiter. Das heißt, sie bringen das Kind zu einem Verhalten, mit dem sie es dann erpressen können. Deswegen ist es ganz wichtig, dass ihr zum einen euer Kind bei Fehlverhalten nicht bestraft. Ja, dazu habe ich auch ganz viel Content, könnt ihr euch gerne anschauen. Und dass ihr sagt, ja, klar, es gibt Verbote aus einem bestimmten Grund, um euch zu schützen, aber wenn ihr dagegen verstoßt, müsst ihr keine Angst haben, uns das zu sagen, ja? Das heißt, wenn irgendwas ist, dann wendet euch an uns und wir beschützen euch dann. Also die Kinder dürfen keine Angst haben, zu euch zu kommen, wenn sie Mist gebaut haben. Das ist ganz wichtig. Und bringt den Kindern den Unterschied zwischen guten und schlechten Geheimnissen bei. Ich verlinke euch nochmal ein Video, was ich dazu gemacht habe. Das ist im Grunde ganz einfach, ein gutes Geheimnis. Fühlt sich schön im Bauch an, ist ein warmes Gefühl, da fühlt man sich gut. Und ein schlechtes Geheimnis fühlt sich schlecht an im Bauch. Da wird einem schlecht, man kriegt vielleicht Kopfweh, man fühlt sich nicht gut, es bedrückt einen, man kriegt Schlafstörungen. Also alles, jedes Geheimnis ist einen bedrückt, das sich nicht gut anfühlt, ist ein schlechtes Geheimnis. Und schlechte Geheimnisse muss man auf gar keinen Fall für sich behalten, soll man auch gar nicht für sich behalten, sondern damit soll man sich an Vertrauenspersonen wenden. Und man darf auf jeden Fall ein schlechtes Geheimnis verraten. In den Kommentaren stand dann teilweise so, ja, es gibt einfach überhaupt keine Geheimnisse bei uns so. Nein, damit macht ihr es noch schlimmer, davon kann ich nur komplett abraten. Denn erstens, finde ich, gehört es schon auch zu der freien Persönlichkeitsentfaltung, zu einer gesunden Entwicklung dazu. Also zum Beispiel, meine Freundin und ich hatten früher ein Geheimversteck im Garten, unser Geheimversteck, oder wir haben mal heimlich Bonbons genascht, ja. Sowas sind gute Geheimnisse, die darf man dem Kind ruhig zugestehen, weil wenn man jetzt sagt, oh nee, es gibt überhaupt kein Geheimnis, ja, das bringt das Kind in eine Bredouille, weil dann hat es vielleicht doch irgend so ein gutes Geheimnis mit dem Freund und dann ist es schon wieder in der Scheiße, ja, weil dann weiß es ja, oh, jetzt hatte ich aber doch ein Geheimnis, ein Geheimnis ist mir überhaupt nicht erlaubt, also was mache ich jetzt? Kinder sollten ein Recht darauf haben, auch so süße kleine Geheimnisse mit ihren Freunden zu haben, wie ein heimlich mal ein Gummibärchen genascht oder ein sonst was, ja, also alles, was harmlos ist, was die Kinder untereinander machen, was sich gut anfühlt, was keinem schadet, gesteht es euren Kindern zu. Und ihr könnt auch ruhig euren Kindern
was zutrauen. Lese ich leider immer wieder, dass die Erwachsenen so komplett selbst, komplett undifferenziert denken und dann auch ihrem Kind überhaupt nichts zutrauen. Traut dem Kind das ruhig zu, dass es unterscheiden kann, was ein gutes und ein schlechtes Geheimnis ist. Da kann man wirklich aufs Bauchgefühl vertrauen. Aber dieses Pauschale, dann gibt es halt überhaupt gar nichts, gar keine Geheimnisse. Das ist wieder genau, führt zu dem Effekt, den wir ja eben vermeiden wollen. Ich denke, das ist verständlich. So, jetzt kommen wir zu dem Punkt, wenn Fremde versuchen, ein Kind zu entführen mit Passwort. Ganz viele sagen, sag dein Passwort, weil dann kommt, wenn einer kommt und sagt, hey, ich sollte dich abholen, dann fragt das Kind nach dem Passwort. Und wenn der das Passwort nicht weiß, dann sagt er, ah, okay, ja, dann kann ich dich wohl nicht abholen. Denkt ihr wirklich, dass ein gewiefter, höchstkrimineller Pedo, der jetzt vorhat, ein Kind zu entführen, sich davon abhalten lässt, dass er das Passwort nicht weiß? Das sind extrem gewiefte Menschen, die machen alles, die manipulieren ein Kind, die setzen ein Kind unter Stress und Angst und Druck. Das ist doch scheißegal, dass sie das Passwort nicht wissen. Die können auch so mit dem Kind rumalbern, bis das Kind selbst das Passwort verrät. Oder es könnte so ablaufen. Das habe ich in einem TikTok-Instagram-Reel schon dargestellt. Das lasse ich euch kurz abspielen. Gut, dass ich dich finde. Komm schnell, deine Mutter schickt mich. Ich soll dich abholen. Wie ist denn das Passwort? Oh, dafür hatten wir keine Zeit. Sie hatte einen ganz, ganz schweren Unfall. Was? Und sie wollte unbedingt, dass ich dich abhole. Aber ich kenne dich nicht. Ich bin ein ganz alter Freund von ihr, wirklich. Ich kannte dich auch schon, da warst du so klein, aber deine Mutter ist schwer verletzt. Sie könnte sterben und dann hast du sie nicht noch einmal gesehen. Aber komm schnell, steig ein, die Zeit rennt. Okay. Aber auch so, wenn einer aus dem Auto heraus sein Kind anspricht und dein Kind hingeht, bevor das die Frage nach dem Passwort zu Ende gestellt hat, hat er das Kind ins Auto gezerrt. Schaut da gerne bei Jascha Wozniak vorbei, der macht solche Trainings mit Kindern und ja, das ist echt krass. Also der hat echt sehr guten Content dazu. Das heißt, dein Kind soll gar nicht erst, wenn ein Fremder zu ihm hinkommt, gar nicht erst auf ein Gespräch einlassen, andere um Hilfe bitten. Da kam jetzt auch in meinen Kommentaren, ja, aber wie soll denn ein Kind andere Erwachsene um Hilfe bitten, wenn es doch nicht mit Fremden sprechen darf? Kinder sind ja auch nicht total blöd. Irgendwelche unbeteiligten Erwachsenen, die rumlaufen, wollen ja erstmal nichts vom Kind, ja? Das heißt, dass die auch kriminell sind, die Wahrscheinlichkeit ist ja wahrscheinlich sehr gering. Das heißt, wenn einer zu deinem Kind hinkommt in einer wahrscheinlich bösen Absicht, dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass wenn es sich Hilfe von anderen holt, dass die ihm dann auch wirklich helfen können und nicht mitmachen. Also, ja, ihr versteht, denke ich, was ich meine. Das ganz wichtig ist auch, dass dein Kind wirklich jeden Erwachsenen draußen sieht, dass alle drumherum wissen, der ist fremd, das Kind kennt ihn nicht. Das ist nicht der Vater oder ein Bekannter von dem Kind. Mit lautem Hilfeschreien, Feuerschreien, wie auch immer, so, ich kenne sie nicht, gehen sie weg. Ist übrigens auch ein Tipp für Erwachsene, falls ihr Stress habt mit anderen, sieht die, damit alle drumherum wissen, hey, das ist kein Partnerschaftsstreit oder das ist kein Freundestreit, sondern hier gibt es Ärger mit fremden Leuten. Schärft eurem Kind auch ein, dass ihr ihm immer vorher Bescheid gebt, wer das Kind abholt. Dass es also immer klar ist, hey, ich hole dich heute ab, der Papa, Oma, Opa, wie auch immer, ihr wisst immer vorher Bescheid. Und falls wirklich mal ein Unfall sein sollte, dann werden vorher die Erzieher, Lehrer, Betreuungspersonen eben benachrichtigt, das heißt, es kommt niemals irgendein Fremder und sagt, ja, ich bin ein alter Freund und hol dich ab. Niemals, weil falls irgendwas ist, wissen die Erzieherin und die Lehrerin Bescheid und sagen es dem Kind. Das heißt, so eine Situation, wie ich da dargestellt habe, wird niemals vorkommen. Das müsst ihr euren Kindern einfach ganz klar einschärfen. Zum Schnitt muss ich noch was hinzufügen. Ihr solltet auch klar machen, jeder ist fremd, der nicht zur Familie gehört. Klar, wir haben schon besprochen, dass über die Hälfte im Familienkreis passieren, aber es geht hier ja um die Entführung von Fremden bei diesem Punkt. Und da kam auch mehrmals die Frage auf und in den Kommentaren, ja, aber was ist denn da mit Lehrern und Erziehern? Die sind doch dann auch fremd. So, ja, aber Kinder sind ja nicht total doof, die sind auch in der Lage zu differenzieren. Ihr könnt sagen, ein Erzieher, eine Lehrerin, die haben während der Schulzeit, während der Kindergartenzeit von den Eltern explizit die Erlaubnis bekommen, ihre Betreuungsaufgaben zu erfüllen. Und ein Lehrer darf auch den Schülern sagen, so, jetzt schreibt ihr in euer Heft. Aber halt, die dürfen nichts darüber hinaus machen, das heißt irgendwas Komisches anfassen, sonst wie, ja. Klar, nur die Sachen, für die sie halt auch wirklich da sind. Aber am Nachmittag, da erlischt diese Erlaubnis. Das ist wirklich nur in der Schule, im Kindergarten, in dieser Zeit, da haben sie die explizite Erlaubnis der Eltern und danach nicht mehr. Also am Nachmittag, wenn man sich auf der Straße trifft, sind die wieder fremd. Klar kann man Hallo sagen und so, aber nicht mitgehen oder irgendwas. Ich hoffe, das Video ist hilfreich für euch. Gebt mir gerne Feedback in die Kommentare. Schreibt eure Gedanken dazu. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich über ein Like und teilt es gerne mit allen Verwandten und Bekannten, die mit eurem Kind zu tun haben, dass die auch Bescheid wissen. Und jetzt zeige ich euch noch den Kinderschutz-Rap, den ihr mit euren Kindern singen könnt. Das macht den meisten Kindern sehr viel Spaß.
auch sehr. Mal sehen, was es sagt. Meine Gefühle sind richtig und wichtig. Deine Gefühle sind richtig und wichtig. Ich sag nein, lass das sein. Grenzen setzen, nicht verletzen. Ein gutes Geheimnis behalte ich für mich. Ein schlechtes Geheimnis sage ich weiter. Ich kann helfen und mir Hilfe holen. Eins sag ich dir, mein Körper gehört mir.